Eine 19-jährige Fahranfängerin reist offenbar nach einem Streit von zu Hause aus, schnappt sich einen E-Audi und rast davon. Wenig später baut sie einen tödlichen Unfall. Wir stehen auf einer Landstraße zwischen Deetz und Ketzin und wir haben einen schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Fahrerin. Diese fuhr aus Deetz in Richtung Ketzin, kam bisher aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum, das Fahrzeug stand sofort in Flammen und die Frau ist im Fahrzeug leider verbrannt. Der Vater und ein Bekannter wollen die Fahrerin noch aufhalten, heißt es, und fahren hinterher. Doch es ist zu spät. Und wo zu Hause irgendwas war mit den Eltern und die ist abgehauen. Und der Vater und der Kumpel hier mit dem Auto sind hinterhergefahren. Aber haben es nicht geschafft, die auszubremsen. Das Auto steht nach dem Unfall sofort in Flammen. Die Tür geht nicht mehr auf. Ersthelfer müssen alles mit ansehen, aber können nichts mehr tun. Wir sind von Sperre gekommen, von der Deponie. Haben was weggebracht, Abfälle weggebracht gehabt und sind mit dem Kurve gefahren, haben wir Bremse im Auto da stehen. Da haben wir versucht, mit Meißel und alles Mögliche aufzuschlagen, die Scheibe. Mit Feuerlöscher versucht zu löschen, aber wir haben die Tür nicht aufgekriegt, aber wir haben ihn auch nicht rausgekriegt. Dann kam uns ein Feuer entgegen und dann mussten wir aufhören. Auch Notarzt und Sanitäter müssen warten, bis die Feuerwehr das Unfallwrack löschen kann. Danach kann nur noch die Leiche der jungen Fahrerin geborgen werden.